Ja, hallo nochmal, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV am heutigen Dienstagnachmittag, dem 17. März 16:45 Uhr. Wir schauen auf die US-Märkte, die hier schon seit einer Zeit lang eröffnet haben und hier heute mit Verlusten aufwarten bislang. Lassen Sie uns hier bei den S&P 500 und den Nasdaq 100 in der Nachbetrachtung jetzt mal hier unter die Lupe nehmen. Interessant wird, und das fällt hier auf beim S&P 500, dass wir hier diesen Abwärtstrend auf Stundenbasis mit der gestrigen Bewegung nahezu punktuell touchiert haben. Dieses Niveau, bestätigte jetzt hier zunächst erstmal die Abwärtstendenz, die sich ja gestern scheinbar schon aufzulösen oder scheinbar der Auflösung nah war. Und wir sehen aber mit dem gestrigen Touch dieser Linie unterhalb auch des Widerstands 2085, Moment, jetzt habe ich den verkehrten genommen, der Widerstand 2085, 2080 rund praktisch hier eben bestätigt, auch im Zuge dessen, dass wir noch nicht mal die Kraft hatten oder der S&P 500 noch nicht mal die Kraft hatte, dieses Niveau zu touchieren. Jetzt eben dann hier in der vorbörslichen Indikation auch schon vor dem Hintergrund, dass wohl die Amerikaner so ein bisschen das Flattern bekommen vor der morgigen Fed-Sitzung, die ja hier heute schon beginnt, die zweitägige Sitzung, morgen Abend an 19 Uhr die Bekanntgabe des Zinsentscheids, der nicht verändert sein wird, aber hier auch mögliche Anleihekäufe. Das ist alles so ein bisschen eine gewisse Angst, die hier gerade lastet, und die Teilnehmer, die gestern noch sehr euphorisch schienen, auch vor dem Hintergrund, dass eben in Europa hier quantitativ Maßnahmen noch und nöcher gefahren werden. Waren zunächst euphorisch, heute jetzt aber hier mit einer gewissen Zurückhaltung. Grundsätzlich kann gesagt werden, die Termine oder der Termin der FED-Sitzungen waren bislang immer auch wieder Termine positiver Natur. Es ist natürlich die Frage, ob sich das jetzt weiter fortsetzt, denn wir wissen, wenn hier eine mögliche Zinsanhebung kommt, dann herrscht hier möglicherweise Panik an den Märkten im US-amerikanischen Raum, da es nämlich dann hier praktisch einem Liquiditätsentzug gleichkommt und sozusagen hier eine gewisse Underperformance der US-Indizes erfolgen könnte. Nichtsdestotrotz, S&P setzt hier gerade jetzt zunächst bullisch zurück. Wir fassen mal hier nochmal die Situation im Stundenchart zusammen, legen hier mal Fibonacci auf, also hier vom Bewegungsimpuls der 24-Stunden-Indikation, kann auch hier den Bewegungsimpuls vom Tief des 12. nehmen, macht jetzt nicht den großen Unterschied. Letztlich sehen wir, dass wir hier das 38er Fibonacci-Level im Bereich der Unterstützung um 2065 haben. Ganz wichtiges Level. Wenn sich der S&P 500 hier fangen kann, heute, also es hier nicht signifikant zu neuen Tagestiefs kommt, wir jetzt seitwärts oszillieren, dann dürfte sich das möglicherweise bis zur morgigen Fed-Sitzung weiter fortsetzen, um dann hier entweder den klaren Ausbruch über diese Abwärtstrendlinie zu vollziehen oder aber unter 2065-2060 Punkte zurückzufallen. Hier haben wir auch das 50er Retracement-Level. Das würde dann bedeuten, dass wir hier doch nochmal eine neue Schwäche abfahren. Grundsätzlich aber, wie gesagt, nach der Fed waren eigentlich bullische Tage Credo, also das zumindest, was wir hier in der Vergangenheit immer gesehen haben. Das heißt, nach der Fed-Sitzung drehte der Markt eigentlich wieder auf. Hier auf dem Tageschart, gestern ja ganz wichtig, 2065, das ist das Level. Ich mache es mal grün, wir sind nicht definitiv drüber ausgebrochen, aber das ist ein wichtiges Level. Und wenn wir uns da jetzt halten können, Schrägstrich eben hier nach oben entfalten, dann wäre, und lassen Sie mich hier auch den kurzfristigen Abwärtstrend auf Stundenbasis mal reinnehmen, dann wäre hier die Möglichkeit gegeben, wenn wir hier nach oben rausziehen, das wird wahrscheinlich, wenn dann überhaupt, erst morgen passieren, dann achte man insbesondere auf das Hoch vom Montag, dann könnte es hier zu einem Aufwärtsimpuls kommen, der dann eben hier Niveaus um 2100 Punkte möglich werden lässt. Ja, allerdings, da heute die Vorsicht Einzug hält, muss man hier wirklich erstmal abwarten, was passiert. Ich denke, die Amerikaner werden auch aufgrund der schwachen US-Baudaten, die wir heute erhalten haben, erstmal ein bisschen Zurückhaltung üben. Aber schwache Konjunkturdaten sprechen ja einerseits wieder dafür, dass die Fed hier doch noch nicht so schnell an der Zinsschraube drehen wird. Also ein bisschen das Damoklesschwert, was hier über den amerikanischen Indizes verweilt. Machen wir hingegen heute neue Tiefs und gehen hier signifikant unter 2060, dann muss man davon ausgehen, dass wir hier die letzten Verlaufstief im Bereich 2040 nochmal anvisieren. Das ist hier zumindest mal die Ableitung beim S&P 500 auf Tagesbasis. Aufgrund der Stabilisierung, aufgrund der Saisonalität, die wir auch gestern schon beleuchtet haben, scheint mir aber hier immer noch die Chance auf der Oberseite gut gegeben im Sinne des großen Erholungsimpulses am gestrigen Handelstag. Wird auch hier bedeuten, auf Wochenbasis-Update, dass wir hier noch keinen Grund zur Panik haben. Ja, das wäre hier erst der Fall, wenn wir Richtung 2000 und tiefer sinken. Aber davon wollen wir jetzt erstmal gar nicht ausgehen. Hier zunächst S&P 500, gehen wir jetzt zum Nasdaq 100, der hier leicht im Gewinn aktuell verweilt. Und wir sehen hier ähnliche Situationen. Wir sind ausgebrochen hier, das Level 4345 Punkte wichtig. Hier sind wir sogar noch ein wesentlich stärker eben und robuster unterwegs, als dies beim S&P der Fall ist. Wir
stellen das mal hier mit den Fibonaccis auch dar. Verlauf so 24-Stunden-Indikation. Sehen Sie, da muss ich schon die 23er Fibonacci-Levels, 23,6er reinholen, damit ich hier überhaupt eine Preisnähe bekomme. Also die Technologiewerte sind stark und die sehen auch technisch besser aus als jetzt hier der Dow oder der S&P 500. Das soll heißen, wenn die jetzt hier wieder aufdrehen sollten, dann hätte der Nasdaq hier sicherlich auch einen Vorteil auf seiner Seite. Die schräge Trendlinie schräger Natur ist gebrochen, insofern von der Relevanz schon wieder zu streichen. Entscheiden wir uns hier anhand des Stundencharts lieber an der Price Action, also hier anhand markanten Hoch- und Tiefpunkten. Und da lässt sich eben hier die Zone, scroll ich nochmal gerne raus, warum die herrührt hier, diese Zone um 4.345 Punkte definieren. Wenn wir jetzt darüber bleiben, ähnliche Situation wie beim S&P, dann sieht es gut aus, dass wir hier zumindest seitwärts oszillieren, um dann praktisch morgen zur Fed hier eine weitere Entscheidung herbeizuführen. Wenn wir jetzt den Tageschart anschauen, daraufhin haben wir hier diese Verteidigung der Aufwärtstrendlinie seit Januar gesehen. Hier keine neuen Verlaufstiefs. Wir haben uns hier oberhalb des Levels von 4.285 Punkten, diese Support-Levels auf Tagesbasis stabilisiert. Pullback an dieser Abwärtstrendlinie hier gebrochene ist nicht erfolgt. Und jetzt sind wir hier mehr oder weniger in so einer Art symmetrischen Dreieck, kleine Keilformation. Der Tag heute so ein bisschen unentschlossen. Wie gesagt, nicht ganz so starke Verluste. Sieht also aufgrund der gestrigen Aufwärtsbewegung gar nicht so übel für die Technologiewerte aus. Und die Chance, dass wir hier diese Abwärtstrendlinie im Bereich 4.405 Punkte ansteuern, ist mal nicht von ungefähr. Kritisch wäre es, wenn wir hier das gestrige Tagestief bei 4.298 Punkten unterschreiten würden. Das wäre dann sicherlich eine Situation, wo man dann doch nochmal von so einem Pullback ausgehen müsste. Sieht aber aktuell, wie gesagt, nicht danach aus. Vielmehr hier die Präferenz, wenn wir uns ein Stück weit bei der Kerze von gestern aufhalten, dass wir hier weiter nach oben aufdrehen dürften, und insbesondere wenn wir hier diesen kurzfristigen Abwärtstrend brechen, dann haben hier die Bullen sicherlich den klaren Vorteil auf ihrer Seite. Wie gesagt, spannend definitiv, aber die US-Märkte in Lauerstellung vor der Fed-Sitzung. Die heutigen schwachen Daten üben hier auch ihre Vorsicht, also die Baudaten. Insofern mal abwarten, was da passiert. Vermutlich plätschert der Markt jetzt so seitwärts, dass es jetzt hier eine große Abverkaufswelle oder eine Kaufwelle gibt vor dem morgigen Fed-Tag, kann ich mir nicht vorstellen. Also warten wir mal ab, was der Markt uns da darbieten wird. Aktuell, wie gesagt, ganz gut gefangen. Könnte sogar jetzt dazu kommen oder führen, dass die Verluste reduziert, / der Nasdaq 100 seine Gewinne weiter ausbaut. Sieht mal gar nicht so schlecht aus. Saisonal, wie gesagt, alles mit Rückenwind. In dem Zusammenhang, liebe Zuschauer, danke fürs Einschalten. Wenn Sie morgen mögen, dann schalten Sie doch einfach morgen wieder ein beim JFT Live Trading TV. Ich sage danke fürs Dabeisein und wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Handelstag. Ciao dabei.